Und ich Zeitraffer mal zu dem Jungen hin. Ich glaube, der war hier. Und dann melden wir uns gleich wieder. So, dann geben wir ihm mal die schlechte Kunde. Schelak, oh Schelak, wie soll ich das nur Mutter beibringen? Ich bin ja so dumm gewesen, aber hallo. Ich hätte diese dumme Idee nie ausführen dürfen. So eine Schande, so eine Schande. Ihr könnt das verdammte Schwert behalten. Es ist mehr ein Fluch gewesen, als alles andere. Ich danke euch dafür, dass ihr mir die Leiche meines Bruders gebracht habt. Ihr könntet nichts mehr für ihr tun. 800 Erfahrungspunkte und er zieht von dannen. Na gut, das haben wir dann auch hier erledigt. Ich habe vorhin, als ich kurz im Zeitraffer rumgelaufen bin, das Gebiet im Westen freigeschaltet. Heißt, wir können gleich von hier aus weiterziehen. Weil ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass die Eisenthronleute sich hier in dem letzten Winkel des Waldes versteckt halten. So, alleine aus taktischen Gründen. Schön hinten, umgeben von der Küste. Ja, macht Sinn. Und ist das hier die Küste schon? Dann dürfte die Karte ja nicht allzu groß werden zum Aufdecken, wenn hier schon überall Wasser ist. Aber das werden wir ja sehen. So, nehmen wir hier mal Platz. Wir wollen da durch. Ganz schön dichter Wald hier. Aber solange keine Spinnen fallen da sind, bin ich glücklich. Und wer bist du? Oh, böses Entdecken. Er ist knallerot böse. Sprechen wir ihn doch mal an, was er will. Verehrte Herrschaften, darf ich mich vorstellen? Ich bin Eldot Kror. Es erstaunt mich, in diesem Waldwesen von solcher Schönheit anzutreffen. Ihr seht allesamt recht müde aus, um nicht zu sagen völlig erschöpft. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam rasten? Ich würde euch gerne ein paar kleine Erfrischungen anbieten. Darf es vielleicht Bernsteinwein aus Berdusk sein? Nein, wir nehmen keinen Bernsteinwein von Leuten, die wir nicht kennen. Wir haben keine Zeit, mit Fremden zu trinken. Aber, kein Grund, so deutlich zu werden. Entschuldigt vielmals meine Zuvorkommenheit. Stört mich nicht, es sei denn, ihr hättet euch meinen Vorschlag nochmal überlegt und wollt jetzt, dass ich euch begleite. Spuckt's aus, was wollt ihr? Da muss ich erstmal tief Luft holen, nur. Ich hoffe, dieser Trunk mundet euch. Wir haben nichts davon gesagt, dass wir den Trank trinken sollen. Wollen. Etwas Besseres wird man schwerlich finden. Vermutlich fragt ihr euch, aus welchem Grunde ich mich so freizügig gebe. Da steckt doch bestimmt mehr dahinter als die reine Herzensgüte, werdet ihr euch wohl denken. Nun, in gewisser Weise habt ihr nicht ganz Unrecht. Wenn ich mir euch so ansehe, denke ich mir, das sind Leute, die nach Möglichkeiten suchen, sich das Leben angenehmer zu gestalten. Eventuell kann ich euch ja bei der Suche behilflich sein. Seht, es gibt da ein Mädchen. Sie ist meine Geliebte. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, der Obhut ihres Vaters zu entrinnen und ihr eigenes Leben zu führen. Ihr Vater, Enter Silberschild, der Name sagt mir irgendwas, ist einer der Herzöge von Baldurs Tor, wodurch die Erfüllung ihres Wunsches von größerer Schwierigkeit gestellt ist als bei einem gewöhnlichen Mädchen aus der Stadt. Indes, mit eurer Unterstützung werden wir es zu Wege bringen, sie der tyrannischen Umklammerung durch Enter zu entreißen. Der Witz an der Sache ist der. Da wir sowieso davon ausgehen können, dass Enter uns verfolgt, können wir ihn um große Summen Geldes erpressen und müssen uns keine Sorge machen, dass er uns unsere Geisel entwischt. Achso, dass uns unsere Geisel entwischt, klar. Die kommt ja freiwillig mit, weil sie in ihn verknallt ist, wahrscheinlich. Schließlich tun wir das alles für Ski. Wir müssen diesen Plan nicht unbedingt sofort zur Ausführung bringen. Ich werde euch so lange zur Seite stehen, bis wir die. Eine Hand wäscht die andere. Nee. Er ist böse, dem helfen wir nicht. Seid ihr immer so ekelhaft oder ist das einer eurer besseren Tage? Sucht euch einen anderen, der euch bei euren sinnlosen Intrigen hilft.
Ihr lasst euch da eine fantastische Gelegenheit durch die Lappen gehen. Ja, vielleicht, aber mit dir wollen wir nichts zu tun haben. So, heilen wir mal kurz. So, dann gehen wir mal weiter. Also, wir gehen jetzt einfach die Küste lang und irgendwann müssten wir dann schon auf das Lager treffen. Zumindest hoffe ich das. Auch wenn der Wald, wie gesagt, ziemlich dicht hier ist. Da muss man sich durchkämpfen. Ah, Ninja Bär hat sich wieder angeschlichen. Komm, stirb, stirb. Oh, Level Up bei Carlet. Level 6. Schön, schön. Und einen Fertigkeitspunkt. Den tun wir mal auf. Na, extra haben wir bisher noch keine gesehen. Nehmen wir mal Geschosswaffen. Also Armbrüste. Oh, eine Brücke. Und ein sehr breiter Weg. Hätte uns eigentlich schon zu denken geben müssen. Aber den kann man von hier aus gar nicht sehen. Na gut. Da wird's wohl in das Lager gehen. Oder in das Gebäude. Was auch immer das jetzt wirklich ist. Sollten wir einfach so den Haupteingang lang gehen? Ihr da, ich befehle euch stehen zu bleiben, damit ich einen Moment mit euch sprechen kann. Befehlst du uns das also, hm? Wer seid ihr? Was wollt ihr bei uns? Ich heiße Laskal und ich bin der Beschützer des Mantelwaldes. Ich möchte euch eine Frage stellen, bevor ich euch verlasse. Ich habe eine Botschaft für diejenigen, die dem Eisenthron dienen. Seid ihr zufällig Vertreter dieser Organisation? Wir haben mit dieser Gruppe des Bösen nichts zu tun. Wir sind eingeschworene Feinde des Eisenthrons. Ein Feind des Feindes ist ein Freund. Meine Frage vorhin war nur eine Prüfung. Es freut mich zu erfahren, dass ihr auch gegen diese Organisation seid. Sie sind ein Fluch für diese Wälder, seitdem sie die alte Eisenmine der Zwerge wieder geöffnet haben. Oh, hier gibt's noch eine Mine. Okay. Nun, ich bin froh, euch zu kennen. Nehmt das, es wird euch hoffentlich gegen diesen Eisenthron helfen. Die Festung des Eisenthrons befindet sich im Osten. Im Osten? Der andere hat gesagt im Westen. Oder meint er hier im Osten? Die Wegbeschreibungen hier sind echt verwirrend. So, wir haben den Trank hier bekommen. Unverwundbarkeitstrank. Das klingt wirklich praktisch, ja. Der macht was genau? Rüstungsklasse auf 0, Rettungswurf plus 5. Shahira hat davon auch einen. Aber dann geben wir mal jedem Tank ein, lieber. So. Minsk. Will Bonig loswerden. Na gut. So. Also gehen wir mal nach Osten. Den Weg lang. Und marschieren einfach aufs Haupttor zu. Das hier ist immer noch eine Spinne. Da, Spinne. Noch eine Spinne. Noch eine Spinne, noch eine Spinne. Ja. Kleiner Rückzug, damit wir nicht in irgendeine Falle tappen da vorne. Hast du noch einen Feuerball? Nee, schade. Wo du kannst mal ein Spiegelbild machen, nur so für den Fall, dass eine Phasenspinne hier gleich auftaucht. Ah, kommen die da nicht durch, oder wie? Na gut, auf da. Sind ja nur normale Spinnen. So, also der Weg geht hier weiter mit ein paar Pfützen drin. Denke ich zumindest. Ah, schaut so aus. Wo ist die letzte Spinne hin? Da. Okay. Also der Weg, ist das hier der Rest vom Weg? Vielleicht ist er einfach überschwemmt? Ne. Oh, na gut, dann gucken wir einfach generell gegen Osten, was da so ist. Obwohl, der eine hat in dem Mantelwald gesagt, dass sie im Westen sind. Also hier irgendwo. Und der sagt im Osten. Da waren die Spinnen, also vielleicht ist hier auch noch ein Gebiet. Uffala.
meine, sie haben es ja schön gemacht, dass man so einen Wald wirklich durchkämmen muss, bis man das findet, was man sucht, aber ja. Ja, da ist wirklich noch ein Mantelwald. Na gut, schauen wir mal dahin. Das sieht doch gut aus. Wow. Das war eine Weibern. Aber eine Cutscene ist schon mal ein gutes Anhalts, gutes Zeichen, dass es hier weitergeht. Auch wenn der Wyvern als Gegner nicht ganz so schön ist. Aber wenn wir giftige Spinnen aushalten, halten wir auch giftige Wyvern aus. So. Das hier ist ein Weg oder ist das nur Deko? Nur Deko, hm? Okay. Alle schön zusammenbleiben. Haben wir noch Heilzauber? Ne, gar keine. Dann rasten wir mal kurz. So, 16 Stunden geschlafen, nee, 16 Stunden Reise, 8 Stunden geschlafen. Wieder ein Tag rum. Und hier kommen wir nicht durch. Oh. Na, ich könnte mir vorstellen, dass es auf einer Insel vielleicht ist. Hm. Bist du ein Weg? Bist du nicht. Na komm, lass die Bären in Ruhe. Ah. So, jetzt lass die anderen Bären aber in Ruhe. Da ist wieder eine Brücke. Aber in letzter Zeit hatte ich ja nicht so einen guten Riecher, was Brücken angeht. Ich denke immer, das führt gleich in irgendeine Festung oder so rein. Aber auch das hier ist nur wieder eine normale Brücke auf eine andere Seite. Hm. Put, 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 Eisenthron, wo bist du? Das ist jetzt aber ein festigter Weg, oder? Ganz schöner Zickzackweg, ganz einer ist. Was haben wir hier? Ein Gebirge ist schon mal gut, da ist eine Mine nicht fern. Hm? Ah, das sieht doch gut aus. Ist das Blut? Okay, das wird nicht die Mine sein, aber es sieht interessant aus. Gucken wir mal rein. Oh. Ja, sieht sehr interessant aus. Doofe Idee, ganz doofe Idee. Na gut. Wir sind direkt beim Eingang, also können wir jederzeit fliehen. Das heißt, wir schmeißen einfach mal ein, zwei Feuerbälle da rein. Da so hin. Ihr bleibt alle stehen. Im Mund schießt ein bisschen, das ist okay. Shahira kann... Mal gucken, ob das Gewitter funktioniert. Und ihr greift den an. Okay, nächster Feuerball. Bisschen weiter nach da diesmal. Und Jahir ist noch am Zaubern. Du heilst mal Khalid. Du gehst weiter nach vorne. Die Petra geht auf den da. Ja. Gut. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Nein, könnte er nicht, Jahir. Jetzt müssen töten. Du da. Also weit läuft es ja ganz gut. Aber wahrscheinlich auch nur, weil die nicht genau rankommen, weil die zu groß sind. So. Schön. Oh, ich hätte die Klappe halten sollen. So, Düner hier. Gift heilen. Da, schnell. Zack, zack. Siehst du, das war nämlich noch schneller als das von der Gift von der Spinne. Also noch stärker als das Gift von der Spinne. So, lass den einfach wegfliegen, ist okay. Düner hier magisches Geschoss drauf, das dürfte reichen. Khalid hält sie erstmal zurück. Mit ihr beiden geht da drauf. KI kann wieder an.
Und. Ah, nee, lass den gehen. Dünner hier, magisches Geschoss. So, schön. Da liegt was. Ein Kopf. Ein schwerer Kopf. Genau das Richtige für Minsk. So. Ganz schön viele Tiere hier. Und Riesen-Aaskriecher. Yummy. Na gut, hochheilen. Und Dämonen-Shop verfallen. Auch wenn ich kaum glaube, dass hier Fallen drin sind. Oh, da ist noch ein Kopf. Also wahrscheinlich ein Kopf. Ja, jupp. Kriech mal Richtung Minsk. So, du heilst weiter. Du auch. Da ist der Kopf, da ist Minsk. Zwei Weibernköpfe. Hm. Wem können wir sowas geben? Oder vielleicht kauft ein Händler die? Müssen wir mal schauen. So. Das ist jetzt das Weibernest. Nicht das gleiche wie ein Drachenhort, aber wow. Das war eine sehr große Weibern. Wie gesagt, nicht gerade ein Drachenhort, aber irgendwie hätte ich schon hier ein paar Schätze erwartet. Von toten Abenteurern oder so. Hm. Aber doch da. Plattenpanzer verscheuern wir auch gleich mal. Und was ist das? Das ist ein Stab der Furcht. Bewirkt, dass die Feinde voller Angst davonlaufen. Oh, sehr schön. Oh, und kann nicht verwendet werden von Kämpfern und Dieben. Schade. Also kann das... Doch, Shahira kann das benutzen. Hä? Aber sie ist auch Kämpfer. Komisch. Scheint das Druide das zu überschreiben. Also hat sie auch noch einen Clicky, das ist doch praktisch. Das war es jetzt aber hier drin. Ja, so. Speichern wir mal ab. LP 47.